Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge der FIFA 19 Torwartkette bei Greuther Fürth. Ja, wir werden heute das Vorbereitungsturnier zu Ende spielen. Ja, ich mache das auch in der Trainerkette, so habe ich mir von Jan mal angeguckt und ich fand das eigentlich ganz cool, dass man die Vorbereitung gleich in der ersten Folge abschließt. Die erste Folge war ja schon, wer sie nicht gesehen hat, rechts oben im i verlinkt. Dafür werden wir das Ganze jetzt machen, hier in der zweiten Folge, ja. Wenn wir jetzt schauen, dass wir das Vorbereitungsturnier beenden. Mal gucken, also ein Gruppenspiel haben wir noch, sofern wir weiterkommen, und das sieht sehr danach aus. Wir spielen jetzt nochmal hier gegen die Mannschaft, die Erster ist. Wenn wir die besiegen oder unentschieden, dann sind wir auf jeden Fall weiter. Wenn wir verlieren, müssen wir halt gucken, dass die anderen nicht irgendwie krass gewonnen haben. Aber ja, wenn nicht, gibt es nur ein Spiel und wir starten direkt heute schon in die Liga. Ansonsten, ich glaube, wir starten dann direkt in die Liga, ne? Schätze ich jetzt mal. Ja, gegen Sandhausen starten wir dann in die Liga. Ansonsten haben wir dann noch Halbfinale und wenn wir da gewinnen, natürlich dann auch noch Finale. Ja, ich hoffe, dass wir ins Finale kommen. Ich hoffe, dass wir das Ganze gewinnen und dass wir das dann in dieser heutigen Folge abschließen. Ja, ich habe euch letzte Folge abstimmen lassen, ob ich euch diese ganzen Übungen hier zeigen soll, ob ich die rausschneiden soll oder was auch immer. Und ihr habt abgestimmt, ich kann das ja gerne hier mal einblenden, dass ich nur die Torwartübungen machen soll. Also wie im letzten Jahr, dass ich nur die Torwartübungen euch zeige und ja, den Rest zwar mache, aber eben rausschneide. Das hatte ich ja letztes Jahr auch schon gemacht. Ich wollte euch dieses Jahr jetzt mal abstimmen lassen, aber ihr habt auch dafür abgestimmt. Danke, dass so viele mitgemacht haben, das freut mich mega. Und wir fangen direkt an hier mit der ersten Torwartübung. Ja, in der letzten Folge, in der ersten Partie vor allem, Alter, ich war dran, wir hatten trotzdem so krass reingehauen. In der ersten Partie habe ich ja relativ gut gehalten, was heißt relativ gut, also da war ich schon echt nicht schlecht, war ich impressed von mir. Ich hoffe, dass das in dieser Folge nicht anders sein wird, denn wir müssen natürlich krass sein, um ins Finale zu kommen. Das ist ja wie gesagt das Ziel. Ich bin gerade in der Übung leider nicht so krass. Aber um ins Finale zu kommen, müssen wir natürlich gut halten. Wir haben nur ein C. Ich würde sagen, das machen wir nochmal. Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Also es hängt eigentlich alles von diesem Spiel hier ab, wie wir jetzt gegen diese Mannschaft hier spielen, die ja Erster ist bisher. Unentschieden wäre okay, weil dann kann uns Platz 3 nicht mehr einholen. Und sofern wir Platz 2 sind oder 1, dann sind wir eben weiter. Alter, ich bewege mich so komisch. What the fuck mache ich? Komm, wir haben doch ein A bisher. Wenn ich jetzt noch eins kassiere, habe ich glaube ich ein B. Oh nee, aber ich habe noch eins kassiert, aber wir haben kein B. Perfekt. Sofern wir gewinnen oder unentschieden, passt alles. Wenn wir aber verlieren, dann kann es sein, dass wir schon komplett raus sind. Und das wäre, ja, ich denke, das wäre nicht so geil. Weil dann, klar, starten wir in die Liga, das ist auch cool. Ich freue mich echt auf die zweite Liga jetzt. Aber ja, das ist halt so eine Sache. Ne? Ist halt nicht so praktisch. Wenn wir im Vorbereitungsturnier nicht geil sind und direkt rausfliegen, dann kann es natürlich sein, dass wir nicht so oft spielen, nicht so viele Einsätze haben, wie wenn wir jetzt im Vorbereitungsturnier recht gut sind. Ja, ich weiß nicht, wie das bei FIFA so ist, wie das auch letztes Jahr war. Alter, ich habe nur ein B. Komm, ich mach das nochmal. Ich weiß nicht, wie das letztes Jahr war, wie gut ich da war und ob ich da direkt spielen durfte oder so. Aber ich glaube, wenn wir ins Finale kommen, dann setzt der Trainer mich ein bisschen öfter ein. Vor allem jetzt die ersten paar Spiele. Wenn ich dann weiterhin gut halte, dann ist natürlich alles super. So, jetzt sind wir ja schon viel, viel besser. Das muss ich aber mit meinem Torwart auch wirklich trainieren. Deswegen mit dem B kann man schon zufrieden sein. Aber weil ich gerade das wirklich trainieren muss, da ich in den letzten beiden Spielen habe ich das echt gemerkt, dass ich da echt nicht so geil bin in den Abwürfen und Abschlägen vor allem. Ja, okay, egal. Wir starten gleich ins erste Spiel rein. Ich mache die Übung noch fertig, aber wir sehen uns dann erst im Spiel.
So, dreimal A, einmal B und ich würde sagen, jetzt geht's ins Spiel. So Leute, das Spiel hat gestartet gegen diese portugiesische Mannschaft. Es kommt darauf an, wie viele Spiele jetzt in dieser Folge drin sind. Also normal ist es immer zwei pro Folge, aber wenn ich jetzt, wie gesagt, ins Finale kommen sollte, sind es halt drei pro Folge, weil ich dieses Turnier eben abschließen möchte mit der heutigen Folge. Ja, je nachdem, wie viele Spiele das dann heute sind, desto krasser, enger schneide ich. Also wenn ich drei Spiele habe, schneide ich nur die ganz, 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 ganz wichtigen Sachen rein. Und wenn ich zwei Spiele habe, schneide ich halt nur die wichtigen Sachen rein. Ja, nur dass du Bescheid wisst. Es kann sein, dass es wirklich minimalistisch gehalten ist, der Schnittstil. Einfach aus dem Grund, dass ich noch mehr Spiele in eine Folge packe. Den haben wir. Der erste Ball, der auf mein Tor kommt. Der erste Ball, der überhaupt in diesem Spiel auf irgendein Tor kommt. Ja, ein Kopfball, super einfach zu halten. Aber wir haben es gehalten, das ist schon mal was. Jawohl! 1:0, endlich in der 78. Spielminute. Mein Kamera-Akku ist wieder nicht ganz on point. Ist halb leer. Geht schon noch. 1:0, endlich fällt das erste Tor durch Parker. Jetzt vielleicht. Das muss die Entscheidung sein, bitte. In der Mitte ist wieder jemand frei, der wird angespielt und er ist drinnen. 2:0 in der Nachspielzeit. Goethe führt zu Hause am Gewinnen. Aber ich bin von dem Spiel echt enttäuscht. Ich hatte hinten einmal was zu tun. Ein Ball kam auf mein Tor. Und es war so ein lächerlicher, läppischer Kopfball. Die Fürther kommen seit der 78. Minute, wenn überhaupt. Ja, 78. war es. Seitdem her haben sie mal was nach vorne hin probiert. Es ist ihnen geglückt. Zum Glück ist es ihnen geglückt. Ha, schwaches Spiel. Erster gegen Zweiter in der Gruppe und dann kommt so ein Spiel. Einer gefangen, Alter. What the fuck? Naja, okay. Wir hoffen, dass das eine Ausnahme war mit diesem Spiel, dass das hoffentlich gleich besser wird. Keine Ahnung, was das sollte. Alter, Greuther Fürth spielt auswärts. Die ballern wir jetzt weg. Die, wir spielen noch nicht. What the fuck? Wir spielen doch nicht auswärts angeblich, aber obwohl wir nicht daheim spielen. Also es ist angeblich nur so ein Stadion hier fürs Halbfinale. Es ist kein Heim- und kein Auswärtsstadion. Irgendwie, keine Ahnung. Naja. So Leute, Anpfiff. Wir ballern die weg. Hoffe ich einfach mal. Und ich hoffe, dass ich auch ein paar Paraden raushauen kann. Hier die erste. Junge, die erste Möglichkeit. Komm, mach was draus. Ah, fuck. Komm, jetzt so langsam muss man ein Tor kommen. Und da ist es. Ey, wie ich es gecallt habe. Ich mache jetzt einfach mal Tor mit rein. Weil angeblich sind wir ja zu Hause. Ich habe das Tor leider noch nicht so richtig gesehen. Naja. So eine Art von Tor finde ich halt eigentlich kacke. Also ich meine, ja, Fürth ist mega geil, dass sie ein Tor gemacht haben, aber ach, so die Ecken so kurz und dann einfach reinköpfen. Ach, ich mag sowas nicht. Jetzt! Das könnte ein cooleres Tor werden, wird's auch. 2:0, Doppelschlag für Greuther Fürth und Doppelschlag von Keita Ruel. Yes, das Tor gefällt mir schon besser. Ah, ein bisschen schicker. Was der Torwart da gemacht hat, keine Ahnung. I don't know. Aber super Vorstoß. Wieder richtig viel Platz gehabt, weil die hinten einfach schlecht stehen. 2:0, weiter, komm, wir müssen die wegbuffen, Alter. 3:0, kurz vor der Halbzeit, der dritte Treffer. Ey, wie die auf mich hören. Alter, ich müsste Trainer von Fürth sein. Ich habe gesagt, die sollen wir mal wegbuffen. Ich meine, ich kenne die Mannschaft nicht. Junge, what the fuck macht der Torwart hier? Ja, dreimal Keita Ruel. Er hat auf mich gehört. Gut, 3:0 ist noch lange nicht weggehauen, aber wenn das in der zweiten Halbzeit auch so läuft,
Wäre nicht schlecht. Nein, wie scheiße. Die erste Chance, der Gegner ist drin. Die erste Chance, der Gegner ist drin. Und den hätte ich haben müssen. Was eine schwache Torwartleistung. Ich bin ins rechte Eck gesprungen, anstatt ins linke. Ich dachte, er nimmt das kurze Eck, er hat das lange genommen. Boah, das hätte ich viel besser abschätzen müssen. Weiter draußen stehen, enger machen. Oh, fuck, das ärgert mich. Fürth antwortet gut. Fürth antwortet schnell. 4:1. Keita Ruel. Ah, Leute, viermal die Fürther Däumne, yes. So ist das geil. Mega nice. Keita Ruel, 5 Tore im European Shield. Und davon 4 in dem heutigen Spiel. Und da wird er ausgewechselt, lol. Ja, mach mal, ne? Guter Trainer. Abpfiff zum 4:1 Endstand, wie in dem Spiel Fürth gegen Holstein Kiel, bei dem ich live im Stadion war. Habe ich bei Instagram auch was zu gepostet. Könnt ihr mal abchecken, mein Instagram. Könnt ihr mir super gerne folgen. Dann kriegt ihr einiges mit hinter den Kulissen und ganz viel Zeug, was ich so mache in der Story. Ja, ist halt kacke, ne? Wenn man keinen einzigen Ball hält. Ein Schuss von den Gegnern, einer aufs Tor davon und er war drin. Bisschen schade, dass im allerersten Spiel ganz, ganz viel von den Gegnern kam und dann eben gar nicht mehr. Das ist ein bisschen bescheuert. Passiert, ist so. Wir könnten ein Training machen, machen wir aber nicht, weil das den Videorahmen sprengen würde. Die Folge ist wahrscheinlich eh so 30 Minuten schätzungsweise. Gut, wir spielen schon wieder gegen die Mannschaft, gegen die wir als erstes heute gespielt haben in der heutigen Folge. Ich hoffe, dass sie dieses Mal ein bisschen mehr zeigen, weil das Spiel gegen die war ja auch ultra langweilig. Ich hoffe, dass sie ein bisschen mehr zeigen und dass das Spiel spannend wird, dass ich auch ein paar Paraden machen kann. Wäre einfach cool. Aber ich hoffe natürlich auch, dass Fürth ordentlich was zeigt, denn wir wollen hier natürlich gewinnen. Den Pokal in den Händen halten am Ende. Das ist natürlich Ziel. So, wir sind hier mit Fürth ins Finale gekommen. Im Finale strecke ich mich jetzt besonders an. Die erste Parade, beziehungsweise der erste gehaltene Ball. Natürlich wieder ein einfacher. Mal gucken, wie das weitergeht. Ich hoffe, ich kriege ein bisschen was zu tun. Aber wie gesagt, Fürth soll auch natürlich hier im Finale sich anstrengen. Und das Ganze hoffentlich gewinnen. Das könnte eine Möglichkeit für Fürth werden. Hier, spiel mal in die Mitte. Und es ist das Tor. Yes. 1:0. Und wer ist es? Natürlich, Keita Ruel. Auch in echt ist er so der Mann, der gerne mal ein Tor macht. Und auch hier sein 6. Tor. In diesem Wettbewerb. Keita Ruel, leider diesmal keine Tore, weil wir ja hier irgendwie auswärts spielen, auch wenn es dasselbe Stadion ist wie im Halbfinale. Das ist irgendwie das Halbfinale-Finale-Stadion. Keine Ahnung, aber ist halt ultra kacke und kleines Stadion. Geiles Finalstadion, mega. Oh, Gugani mit einer riesen Möglichkeit. Starke Tat vom Torwart. Der Gäste, wollte ich schon sagen, ist ja nicht Gäste, ist ja gegnerische Mannschaft hier, Heimmannschaft angeblich. So, da können wir mal wieder den Ball festhalten. Ja, die Folge bisher sehr enttäuschend, was das Torwartspiel angeht. Ja, also das ist ja hier eine Torwartkarriere. Ich muss mal gucken, wie das in der zweiten Bundesliga jetzt ist. Aber wenn das immer noch so weitergeht, dann werde ich wohl was an den Einstellungen verändern müssen. In der ersten Folge lief das ja super mit den Einstellungen. Da hatte ich wirklich viel zu tun, vor allem im ersten Spiel. Ja, Fürth ist diese Folge echt, echt gut. Ja, und wir führen mit 1:0. Das heißt zwar noch nicht, dass wir den Pokal gewonnen haben. Aber ich habe echt wenig zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe
in der kompletten Folge habe ich, glaube ich, dreimal den Ball gefangen und immer nur so ultra leichte Bälle, die ich locker easy einfach fangen kann. Da müsste ich nicht mal den Controller anfassen für. Ja. Gut, wie gesagt, muss ich vielleicht doch was umstellen. Bisschen enttäuschend, macht nichts. Die Folge ist ziemlich lang. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, Hashtag treu, damit ich weiß, ihr guckt noch. Ja, ich mache das immer gern, vor allem bei langen Folgen. Oh Gott, jetzt kommt vielleicht die Möglichkeit. Nee, okay, sehr gut aufgepasst, wieder hier in der Verteidigung, gibt nur Einwurf. Ja, das mache ich immer super, super gerne, um zu sehen, wer denn noch zuschaut, wer wirklich so lange geguckt hat, weil natürlich ist es so, dass ihr mich durch das unterstützt, wenn ihr die Videos bis zum Ende schaut, unterstützt ihr mich mega. Wenn ihr ein Like gebt, unterstützt ihr mich mega. Wenn ihr abonniert, unterstützt ihr mich mega, mega, mega. Ja, also da würde ich dann doch immer gerne sehen, wer denn auch bis zum Ende dran bleibt. Also einfach mal Hashtag treu in die Kommentare, wenn ihr immer noch zuschaut. Da der erste Ball, der doch ein bisschen gefährlicher war als die anderen alle, die ich heute aufs Tor bekommen habe. Also klar, einer war drin, den hätte ich haben können. Das wäre dann wenigstens eine Parade. Aber naja, machst du nix. So, die letzte Minute Nachspielzeit kann ich jetzt auch noch durchgehen. Das ist schon zu Ende. Wir haben mit Greuther Fürth den Pokal gewonnen. Mann, mein Kamera-Akku ist bald aus. So ein Bullshit. Ey Leute, ich habe so einen Hunger, ne? Keine Ahnung, es ist gerade 8 Uhr, also 20 Uhr abends. Und ich habe noch nichts gegessen. Also doch, Mittag halt, aber sonst habe ich noch nichts gegessen. Bestellen mir jetzt Pizza, Alter. Währenddessen die Fürther hier feiern, kann ich mal eben Pizza bestellen. Sogar Montagsangebot heute, Alter. Ist ja heftig. Ey, wir haben den Pokal. Krass, mein Kamera-Akku hält aber gerade noch so. Es kann sein, dass er jetzt abschmiert, aber bisher hält er noch. So, Pizza bestellt. Moment, deine Bestellung wird übermittelt. So, wir stehen da, wir feiern. Die Feier kennt man, das ist immer dasselbe. Da kann man nebenbei auch mal eine Pizza bestellen. Ich habe voll die geile jetzt irgendwie bestellt. So was habe ich noch nie bestellt. Also wenn ich Pizza bestelle, mache ich halt ein paar Mal, nicht zu oft. Andere YouTuber machen das ganz oft. Das ist so Klischee für YouTuber. Essen bestellen im Internet. Mache ich jetzt nicht immer, aber wenn ich es mal mache, dann halt eine Pizza oder so. Und auch immer, also meine Lieblingspizza ist einfach Schinken. Aber heute habe ich mir was krasses gegönnt. Hier so eine Texas-Pizza ist das. Die hat Barbecue-Soße, Beef, Bacon, was auch immer. Ey, ich muss jetzt nicht ernsthaft 45 Minuten auf die warten. Ich hätte vielleicht ein bisschen früher bestellen sollen. Ups. Aber ich gehe noch schnell duschen, dann passt das. Ja, Leute, das sind hier die Hintergrundstories. Also folgt mir auf Instagram, da poste ich nämlich auch gleich. Beziehungsweise habe ich gestern gepostet und ihr seht das bestimmt noch in der Story. Da habe ich meine Pizza gepostet. Ja, könnt ihr die mal reinziehen. Also nur, wenn sie geil war. Jetzt ist die Kamera aus. Fuck. Okay, ja, wenn die Pizza geil war, dann werde ich das auf jeden Fall in der Story posten. Also, wenn ihr schnell genug seid, dann könnt ihr auf jeden Fall in die Story noch reingucken und die Pizza angucken, Alter. Ja, wenn ihr, wie gesagt, noch dran seid, einfach mal Hashtag treu. Wir sehen, wir starten die nächste Folge dann in die Bundesliga. Momentan sind wir Platz 17. Wir wollen uns natürlich ganz, ganz hoch arbeiten. Ich weiß nicht, ob wir den Aufstieg anpeilen. Ja, Platz 3 will ich anpeilen. Also Platz 1 und 2. Ich würde gerne mal Relegation spielen. Ich finde, das ist vielleicht lustig. Ja, das ist so das Ziel, dass wir vielleicht auch aufsteigen. Mal gucken. Vielleicht steigt die Saison, ja, führt auch in echt auf. Bin ich auch mal im Stadion bei Spielen gegen Erstligisten. Ja, auch krass.
Nun gut, ich habe 2 Stunden aufgenommen, ich warte jetzt auf meine Pizza und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, haut rein. Die nächsten Tage kommt auch Trainerkette, so in 1-2 Tagen. Und ja, haut rein, danke fürs Zuschauen, bis dahin, ciao, ciao.